Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Technik Project RET V7. Mit mir dabei natürlich der gute Biba Botzmann. Hallo. Und hier sind jede Menge Leute hier auf dem Server, ist ja wieder wunderbar. So, wir brauchen Material. Jede Menge Material, weil anders geht das nicht. Unter anderem eines der Materialien, die wir brauchen, ist Strom. Strom. Capacitor Bank. Klammer hier ran. Hier ist auf einmal ein Loch. Ein Loch? Wer hat denn das gemacht? Keine Ahnung. Also dem Typen müssen wir echt auf die Finger klopfen hier wegen dem Loch. Na gut. So, was brauchen wir denn alles? Wir brauchen Cobblestone. Habe ich zumindest noch so im Kopf. Ja. A lot of soul. Drei, vier, fünf, sechs. Machen wir sechs. Sechs erstmal. Dann hatten wir... Oh, schlafen. Schlafen ist natürlich auch wichtig. Na, ich gehe mal ein bisschen weg. So, hier hin. Wir brauchen gleich noch Blackstone Gravel. Das ist natürlich auch ganz wichtig, weil das ist ja quasi die Grundlage dessen, was wir, wo die Schienen dann drauf liegen sollen. Und wir hatten gerade festgestellt, wir haben einen Fehler, jetzt nicht unbedingt, wir haben eine Kleinigkeit, hätten wir anders machen können gleich. Wir hätten natürlich gleich die Schienen hinlegen können, dann hätte die auch mit aufgebaut. Na gut, okay. Man kann nicht an alles denken. Nein, also an alles können wir nicht denken. Okay, so, Blackstone Gravel. Jetzt ist die Frage, haben wir überhaupt so viel Gravel da? Ja, Hammer, komm hier, Hammer. Ich habe jede Menge. Okay. Wo hier? Ach, da hier. Hi. Gut. Jede Menge Compressed Gravel reingepackt. Okay. Muss du dir nur. Wir machen, wie du brauchst. Gut. Ich hätte mal gesagt, jede Menge. 63 und nochmal 63. Und dann brauchen wir den. Blackstone Gravel, da haben wir ihn. Das ist quasi Gravel um einen schwarzen Farbstoff. Super, huh? So, dann machen wir uns jetzt hier einfach mal einen Stack. Noch einen Stack. Und schon geht uns der Gravel aus. Gravel. Du hast Compressed rein, genau. Das hier weg. Das hier rein. Und dann machen wir uns hier. Zack. Zwei. Drei. Wie viele Inksacks haben wir denn überhaupt noch da? Sehe sie gerade nicht. Da, 43. 4, 5. Na, komm, gib mir. Und machen wir noch einen. So, und dann haben wir einmal hier, einmal hier. Und dann machen wir hier weiter. 1, 2, und noch einen. So, dann kann ich hier auf jeden Fall schon mal das, was wir so im Maschinenpark da haben, wieder mal weglegen. Das Template. Na, komm, legen wir auch mal mit da rein. Conduits, Fluid Conduits. Außerdem sollte ich hier nicht stehen bleiben. Das da rein. Eine Pathmark hast du doch noch, oder? Nein, habe ich. Okay. Dann brauchen wir noch Cobblestone Wall. Ist ja auch was. Hast du? Gut. Hab ich. Oakwood? Hat du? Hab ich. Gut, dann können wir schon wieder runtergehen. Glaube ich. Strom, ja, Strom. Wie sieht's mit dir aus? Warum du nicht laden? Er lädt. Lädt er so langsam? 400F. Mehr hat er nicht. Ja, stimmt auch wieder. Gut. Ach komm, die Hälfte muss reichen jetzt für eine Zeit lang. Großteil war ja wahrscheinlich der Filler. So, ab geht's. No, ich treffe das Loch nicht. Jetzt. Hier hin. So. Oh, da ist ein netter Creeper. Der sieht komisch aus, der Typ. Ja, die teleportieren nicht rum, wenn der explodiert. So. Noch so ein Kerl.
Sollen wir uns um den kümmern? Nee, füllen wir einfach mal auf hier. Maschine auffüllen. Ja, wir müssen, glaube ich, erst noch. Setz dir doch direkt was weiter. Ah, nee, warte mal, die ist ja noch gar nicht fertig. Eben. Nichts gesagt. Gut, weil dann packen wir hier einfach mal. Zombie, den der könnte einen Moment dauern. Da haben wir nochmal Cobblestone. So. Schmeiß mal dein Material noch rein. Auch mal denn? Zombie ist doch weg, was hast du denn? Weil ich ihn gerade weggemacht habe, du. Oakwood und Holz. Moment. Holz baue ich dir sofort. Output. Na und? Ja, er wirft schon wieder. Er wirft schon wieder. Sehr schön. Sehr schön. Das ist quasi automatisches Bauen. Finde ich super. Man kann so, also das habe ich noch nicht probiert, aber das soll wohl auch funktionieren. Man kann sich im Singleplayer was bauen, davon einen Abdruck machen, speichern und dann auf dem Server. Mhm. Ich glaube aber, dafür braucht man die Blueprint Library. Das war, ja, die muss es irgendwie in die Library laden und die ist aber so auf, also auf die Person. Also das heißt, ihr könnt irgendwas euch im Singleplayer ausdenken und euch das dann hier nachbauen lassen, sozusagen. Da kommt wieder einer. Hier nur noch Materialien geben. Komm her, mein Freund. So. Okay. Ich finde es total cool. Ich kann mir nicht helfen. Also wenn ihr mal größere Tunnelprojekte habt, coole Idee, sowas so zu machen. Der reißt das Zeugs ab, baut die Blöcke hin. Man muss es recht, sagen, wenn das immer so ein so Ding einfach ist, was hier, wie sich wiederholt. Man muss dazu sagen, diese Funktion war in früheren Buildcraft-Versionen auch schon vorhanden. Nur da hat euch jeder gesagt, baut ja nicht damit, denn entweder eure Welt ist kaputt oder der Rechner stürzt ab oder der Server stürzt ab oder was auch immer. Wie ihr seht, die scheinen das gefixt zu haben. Finde ich cool. Ja, das haben die aber erst in der neuen Version jetzt. Genau. Also davor waren die mal irgendwie deaktiviert, glaube ich sogar. Mhm. Und ich sehe hier Blöcke fliegen. Ich sehe Blöcke fliegen. Cool. Und cool ist natürlich auch, dass er dann zum Beispiel das Oakwood in der richtigen Richtung setzt. Also das ist auch sehr schön gelungen. Finde ich gut. Und weißt du, was du in deinem Design nicht berücksichtigt hast? Was? Beleuchtung. Ja, da kommen wir gerade durch. Weil ich die Laternen nicht hatte. Okay. Dann lass mich da mal wenigstens ein paar Fackeln setzen. Sofern er das nicht gleich wieder abbaut. Da fehlt noch ein Gravelblock, aber gut. Und da noch einen hin. Sehr schön. Also ich bin total fasziniert davon jetzt. Ich könnte dem Ding ja, die Stunden lang zuschauen. Nachfüllen. Ja, das ist echt schön. Also für sowas wie einen Tunnel zum Beispiel, ne? Ideal. Oder eine lange Straße mit ein bisschen Seiten, Firlefanz, Beleuchtung, sonst was auch immer. Firlefanz. Ja, Deko-Zeug, also weißt du, diesen Frauenkram da, ne? Okay. Ich glaube, ich kriege jetzt dann gleich Ärger mit dem einen oder anderen Kommentar. Egal, da muss man damit abkönnen. Ja. Ah, der baut sogar den letzten noch fertig, okay. Obwohl er hier gar nicht mehr komplett im Pfad ist. Ja, dem fehlen gerade noch Cobblestone Walls, glaube ich. Haben wir noch welche drin? Eigentlich sollten da drin, ja. Okay,
Na, dann wird er wohl noch mal kurz NEI hier ausblenden. Nö, er sagt auch nicht, dass irgendwas vielleicht noch muss benötigt er mal in wird. sich gehen oder so. Ja, mal nachdenken, genau. Ah, jetzt sitzt er. Jetzt sitzt er. Wunderbar. Und jetzt bin ich gespannt, ob er jetzt noch mal eins weitergeht oder nicht. Au. Der haut mich. Schießt er auf mich. Dich. Er beschießt mich. Na komm. Komm mal um die Ecke. Wo ist denn der? Au, jetzt bin ich dran. Komm her. Der soll ruhig kommen. Kuckuck. Also. Kuckuck. Auf wen ist er sauer? Ich glaube auf dich. Au, genau. Jetzt ist er auf mich sauer. Der mag uns beide nicht. Okay. Der Tat. So, also wie wir sehen, er baut hier nicht weiter. Jetzt haben wir ein bisschen das Problem, wir müssen nach da hinten erstmal kommt ein kleiner Platz Freund. Schaffen. Ne, wir müssen keinen Platz schaffen. Nein, ich meinte monstermäßig Platz schaffen, dass wir die Waypoints setzen können. Ich laufe einfach rein und gut. Gut ist. Da habe ich einen Falter. So, den haben wir. Jetzt kommst du noch dran. Aua. Aua. Au. Du lenkst die Monster ab. Genau. Aua, noch ein und ich bin tot. Ah, ich bin tot. Jetzt bitte nicht loslaufen lassen, weil sonst habe ich wahrscheinlich gleich das Problem, dass dein Grab weg ist. Genau, dass er mein Grab abbaut. Er ist sogar daneben. Gut. Ich vertraue ihm nicht. Ich weiß nicht warum. Ich habe da so meine Bedenken. Bin ich hier schon richtig? Jo, bin schon richtig. Da stecken schon wieder überall Pfeile. Und hier muss hier irgendwo mein Grab sein. Komm ja schon. Aber ich habe hier gerade ein Loch. Okay. Junk. Fehler. Gut, mein Grab hat abgebaut und wieder hingestellt. Sehr schön. Hallo? Grab. Das braucht manchmal. Ich baue es zum vierten Mal ab. Jetzt. Jetzt muss er bloß noch die Sachen nehmen, bevor sie despawnen. Wunderbar. So, noch ein bisschen ruhige Ecke suchen. Inventory resortieren. Das Schwert auf die 1, die Schaufel auf die, eigentlich auf die 4. Die da auf 3, die auf 2, der Rest ist okay. Den dahin, den dahin, den dahin, den dahin. Sieht doch schon wieder aufgeräumt aus. Passt doch schon wieder. So. Und du hast jetzt hier den Pathing Stone, den Pathmarker so weit hintergesetzt. Na dann, hätte ich gesagt, loslaufen. Wolltest du ihn wirklich ja, abbauen? Ja, den Rest musst du aufsammeln. Okay. Ich muss dann auch noch den Energieknoten mitnehmen. Ja, und die Maschine. Ja, hab ich schon. Oh, okay, aber jetzt erstmal hier den einen Lock reparieren. Und das dann machen wir hier nochmal weg. Da. Gut. Okay, lassen wir das Rotten Flash hier stehen. So. Dann genau dahin müssen wir jetzt die Maschine wieder setzen. Dahin. Dann brauchen wir halt nicht den Blackstone Gravel da oben rein. Hast du den? Bestimmt. Genau. Sieht gut aus. Dann packen wir das restliche Material dann rein. Kobbel, 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 Slap, Slap, Kobbel, Stairs, Kobbel, Oak. Cobble Slabs. Blackstone Gravel. Blackstone Gravel. So, jetzt ist er wieder befüllt. Jetzt brauchen wir wieder Strom. Mehr Power. Strom. Genau, mehr Power. Drehen. Output. Jetzt müsste er eigentlich Strom kriegen.
Er fängt da an. Er fängt an. Sehr schön. Und wie weit macht er das jetzt ungefähr? 64 Blocks. Okay, alles klar. Da kommt wieder ein Freund von uns. Sicher ist jetzt, dass der auch die ganzen Blöcke dahin schmeißt. Das werden wir gleich sehen. Bei mir schmeißt er die Blöcke aus der Maschine an seinen Platz. Siehst du die Blöcke bei dir nicht fliegen? Nein, im Moment gerade nicht. Also der ist gerade gespawnt hier, da kann ich nichts dafür. Ich sehe Bei sie mir gerade nicht fliegen fliegen. aus der Maschine immer so. Ja, genau, das war bei mir gerade der Fall, weil du den Blueprint jetzt reingelegt hast. Vorsicht, Creeper. Oh, hier ist ein Loch. Tja, erledigt. Das sieht schon lustig aus mit den Blöcks. Ja. Blöcks. Dann siehst du das jetzt auch mal, weil ich habe das gerade schon gesehen. Also, wir merken uns, derjenige, der den Blueprint reinlegt, sieht dann auch, wie die Blöcke gesetzt werden. Weißt du was, dem könnten wir jetzt gleich von oben mal zuschauen, ha? Ja, wobei er zieht die Decke relativ schnell rein. Oh, ja, ich glaube, wir müssen hier erst noch Blöcke wieder reinlegen gleich. Was, ist der schon wieder so weit? Kann man was nicht Ah, da vorstellen? steht jetzt bei mir auch, was er braucht. Ja, siehst du. Jetzt siehst du das auch. Ist doch wunderbar. Braucht nur noch Seitenwände. Ja, ich würde sagen, jetzt muss ja einer unten bleiben und das beaufsichtigen. Bauaufsicht, auch das noch. Ach, ist ja katastrophal. Also ein Raster möchte ich noch sehen. Ich bin total fasziniert. Ja, schön. Also das Raster, das er jetzt weitersetzt, das sehe ich. Aber die fliegenden Blöcke siehst nur du. Ja, jetzt fliegen erstmal die roten Blöcke herum. Genau. Und jetzt baut er da unten ein paar Blöcke ab. Genau. Setzt währenddessen schon mal ein paar andere Blöcke hin. Das ist wirklich lustig. Ja, ne? Also ich finde es total cool. Wir könnten ihm natürlich auch ein bisschen unterstützend hier unter die Arme greifen. Ach, wie soll ich arbeiten, wenn die Maschine arbeiten kann? Hast ja recht. Okay. Lassen wir die Maschine arbeiten. Sieht das eigentlich dann auch richtig aus, was sie hier macht? Soweit sieht das Das sieht sehr gut aus. sehr gut aus. Das sieht hervorglänzend aus. Ja, das hat Und wir wirklich was. können schon mal die Schienen holen. Genau, holen wir doch mal schon Maschinen, haben wir was zu tun. Hinlegen. So, wenn ich jetzt hier durchgebaut die Mauer. Nein, hat er noch nicht gebaut. Gut. Also, dann müssen wir dann da unten noch einen Bahnhof noch in irgendeiner Form hinsetzen. Zum Be- und Entladen. Von Gästen, von Nicht-Gästen. Die Feinde werden gleich nach unten befördert. In Lava. Pot oder so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jawohl. Schienen. Okay. Da einmal Schienen. Kann ich die dann gleich anschließen oder muss ich die da vorne erstmal auslaufen lassen? Habt ihr da eine Vereinbarung getroffen? Auslaufen, wie meinst du das jetzt? Hier ist ja eine Schleife schon eingebaut, dass er wieder auf der anderen Seite zurückfährt. Achso, da kannst du dran bauen. Wobei ich weiß Ich nicht, ob glaube hier an nicht, dass diese da irgendwer fährt. und lang fährt. Und wenn, muss er aussteigen. Gut. Glaub, wenn überhaupt, fährt Dirk hier noch lang. Aber Okay. der muss sowieso umsteigen. Ah, der muss umsteigen, alles klar. So, wie ich sehe, klappt das nicht ganz so. Muss hier gerade noch Materialien nachfüllen. Ich lege ein, zwei Maschinen, das ist ja kein Thema. Ich habe ja auch zu tun. Ja, das geht aber schon ganz schön weit.
Und auf der anderen Seite genau das gleiche. Und zwar hier. Schienen legen. Wunderbare Arbeit. Endlich schaffen wir das, was wir in der letzten Folge, in der letzten Staffel eigentlich immer versprochen haben. Großartig mit Schienen und Zügen. Und hier haben wir es jetzt dann. Fertig ist es zwar noch lange nicht, aber wir sind noch recht früh dran, ne? Diesmal zumindest. Früher als letztes Mal. Genau. Na komm, verbindet euch. Ich glaube, ich muss die Schienen da hinten, diese Netherrails oder wie die heißen, auch noch auswechseln. Gegen die Schienen, richtigen Schienen. Ich weiß nicht. Irgendwie sehen die komisch aus. Ich kann mir nicht helfen. Wir haben aber nur momentan ein Gleis auf jeder Seite, oder? Du hattest ja irgendwie noch eine Hochbahn dazwischen. Ja, irgendwer wollte hier noch die Schnellverbindung, keine Ahnung, wie die heißt, bauen. Okay. Weiß aber gar nicht mehr, wer das war und ob der noch da ist oder ob der nicht mehr da ist. Zwischen, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ja, woher soll ich das denn wissen? Aber das weiß ich auch nicht. Ja, gut. Da oben müssen wir natürlich dann wieder die Löcher auch befüllen wieder. Das ist cool. Es ist richtig witzig, dem Ding zuzusehen. Ja. Das lassen wir jetzt aber alles mal. Ich fasse hier nichts an. Ich mache hier keine Block-Updates. Nein. Nein. Tja. Und irgendwann werden hier auch mal Züge fahren. Sehr schön. Irgendwann, ja. Super. Ich meine, das ist ja wunderschön. Ne? Ich meine, wir müssen sie irgendwann jetzt wieder einen Durchgang hauen. Mhm. Er baut wunderschön hier. Ja, hätte ich auch gesagt. Hat er schon jetzt wieder eine Stufe weitergegangen? Jetzt hat er sie. Ja, ja. Jetzt hat er gerade weitergeschaltet. Ja, zwei weiter. Ja, weil das Teilstück gerade eben sah schon wieder so fertig aus. Ich habe mich nur gewundert. Ja, ich muss auch hier immer inzwischen Material nachlegen. So, und das Ganze müssen wir jetzt dann noch ungefähr 700 Blöcke weit durchziehen, ne? Ja, der Tunnel, der muss nur durch den Berg hier gehen. Ja, und wie lang ist der Berg? Nochmal 32 Blöcke vielleicht. Also da hinten, wo die Wand ist, dahinter wird fast zu Ende. Ah, sehr schön. Und viel hier? Ist nicht mehr. Irgendwie habe ich hier gerade einen Block-Chunk jetzt. Okay. Ah, das sieht doch schon mal wunderbar aus. Gefällt mir. Okay, die wollen schlafen. Ich will aber noch nicht ins Bett. Na gut, okay. Gehen wir mit gutem Vorbild voran. Na, noch einer. Komm, kommt. Ah, sehr gut. So, dann brauche ich noch was zu futtern. Wie bei Muttern. Jawohl, das reicht eigentlich. Mehr gibt's nicht. Wir wollen ja auch nicht fett werden. So. Er baut hier fröhlich weiter. Findest du lustig, wie die Blöcke hier rausfliegen? Das sieht total lustig aus, finde ich, ja. Was haben wir denn da alles noch an der Wand hängen? Ach. Okay, das ist alles schon zugebaut. Kohle. Ja, du kannst irgendwo mal ein Loch durchschauen. Kohle. Ich schaue nur, was hier noch so rumliegt. Was haben wir denn da für schwarze Kleckse auf dem Boden? Magnetite. Magnetite. Blei. Magnetit. Kleines Eisenvorkommen. Ich habe da auch schon irgendwo was abgebaut, also. Ich habe auch schon, bin hier auch schon durch den Keller ein bisschen durchgelaufen und habe schon einiges mitgenommen. Magnetit, Magnetit. Außerdem haben wir Vanadium. Das ist auch ganz praktisch. Da kann man sich dann dieses
gute Chrom-Vanadium-Stahl-Prinzip herstellen. Kohleerz. Aber was hatten sie nicht? Manganese hatten sie nicht gefunden bisher, oder? War das nicht das? Weiß ich gar nicht, habe ich von nichts von gehört. Ich habe heute bloß irgendwas im. F Naja, heute ist es schon. Also für euch Zuschauer ist es schon wieder Tage her. Habe ich gelesen, dass sie Manganese irgendwie nicht gefunden haben. Bin mir aber gar nicht so sicher. Er hat irgendwie gesagt, man könnte das auch noch aus Ruby, glaube ich, herstellen. Soll aber auch in Ach. der Welt spawnen. Ja, doch, das ja. Ja gut, wenn man aber nicht gefunden hat, heißt ja nicht, dass es nicht da ist, ne? Ja, also es Also. gibt bei uns einiges, was man nicht ganz so leicht findet. Da bin ich Das ist immer richtig. vorsichtig, wenn einer sagt, das findet er nicht, dann Kommt immer darauf an, wie lange ist er es schon meistens gesucht doch hat. irgendwo. Hier, was auch beschissen ist zu finden, ist Cassiterit, oder wie das Ja. heißt. Das wird nämlich nur ab Höhe 60 bis 80 oder so. Und ja, wenn da halt Luft ist, wird die halt in der Luft generiert. Und weil sie da nicht gebaut werden, da Genau. kommt sie nicht. Aber wir haben eine, bauen sie in der Nähe. Ich habe auch Oben auf dem gesehen, wir haben Berg. auch eine unglaubliche Galena-Ader oben im Berg irgendwo drin liegen. Ich glaube, da habe ich eine Ja, die halbe ist. Stunde abgebaut und es ist immer noch nicht zu Ende gewesen. Ja, Gerlina, das ist richtig viel. Ja, also So eine das. Redstone-Ader, die habe ich komplett abgebaut. Dann habe ich Pitchblende unter uns gefunden. Oh ja, da habe ich auch schon, ich glaube, ein Stack oder zwei mitgenommen. Sulfur, aber das brauchst du ja eh nicht. Das kriegt man meistens mittlerweile als Abfallprodukt. Aber was ich hier gerade sehe, ist, die Frage, die die Welt bewegt. Hä? Moment, welche Frage? Welches Blöcke sehen für eine Straße eigentlich gut? Ah, okay, alles klar. Gut, das ist Moment. Geschmackssache, ne? Ja, uns ist Ja. der Black Gravel ausgegangen. Okay. Ja, dann gehe ich da nochmal. Ich laufe wie immer verkehrt. Nein, ich laufe richtig. Ha, ich laufe richtig. Cool. Ich baue uns nochmal ein paar Black Gravel. Wie viel soll ich denn machen? 8 Stacks? 10 Stacks? Ich weiß gar nicht, wie viel ich noch rauskriege, weil wir haben bald keine X-Stacks mehr. Hat was schon. Das war noch ein ganzer Stack, den ich dir da gebracht hatte. Ja, es sind noch 10 Stück da. Ja, dann bringe ich dir mal einen neuen Stack. Ach, hast du wohl da irgendwo eine Produktion von schwarzen Nee, X6? die habe ich gejagt. Gejagt. Okay. Ich habe noch 18 Stück erstmal hier, die kann ich auch schon mal verbraten. Einer hier. Zack. Drei Und. Stacks, einer davon ist schon weg. Gut. Dann Compressed Gravel. So, ich kann auch schon mal Holz wieder mitnehmen. Und mein Jetpack, ach, Jetpack. Camelpack Jetpack. aufladen. Ja, Jetpack träumt weiter hier. Der träumt hier schon von Jetpacks. Eigentlich auch eine Sache, die wir bald bauen könnten, weil so schlimm ist das gar nicht mit dem Simple Jetpack. Ja, der kleinste ist eigentlich machbar. Gut, der hält auch Genau. nicht lang, aber. Lederkappe Zombie Brain können wir mal ablegen hier. Lederkappe Zombie Brain. Gunpowder. Du auch. Komm, das Eisen. Legen wir da rein gleich. Da liegt's gut. Das Eisen da rein, den Koppel da rein. Schlafsack dahin. Dann legen wir hier mal noch. Es ist wieder der Gravel ausgegangen. Ja, ich weiß, ich habe noch Compressed Gravel. So. Jetzt muss aber dann mal langsam finito sein.
Gravel? Man kommt jetzt endlich der Blackstone Gravel, Mensch. Ja, ich bin ja gerade dabei. Ich habe hier gerade schon einige Stacks gebaut. Da steht die Arbeit still. Ja. Oh, da ist. Oh, da ist. Wo ist der Arsch? Alles hier. Hallo, du kannst auch Bakerman zu mir sagen. Aber Arsch, ich höre auch auf Arsch zur Not. So. Bist du grün und fängst an zu zischen? Das kommt darauf an, was ich am Vortag gegessen habe. Wenn es mal wieder die billige Dönerbude war, dann könnte es schon mal passieren. So. Oh, der ist ja richtig vorangekommen hier. Wow. Hallo, jetzt sind die Materialien futsch. Welche Materialien? Jetzt fliegen sie wieder. Ah, na wunderbar. So, gib mir dein Spinnengebein. Dann brauchen wir ja aber echt einen. Doch. Also man könnte das Ding natürlich auch automatisch mit Applied Energy oder sonst irgendwas befüllen. Soweit sind wir noch nicht. Jo, muss ich Obacht geben. Der reißt mir gleich wieder den Boden und den Füßen weg. Gefällt. Also ich wäre langsam ein totaler Fan davon. Muss ich echt zugeben. Gefällt mir super. Wir müssen da Tunnel bauen. Ja, lasst uns die Welt durchgraben. Mit Tunneln. Wir können U-Bahn-System noch bauen. Aber da sollten wir uns mal Material ein bisschen zurückhalten. Also mit den unterschiedlichen Materialien. Dann können wir das auch automatisieren. Zum Teil zumindest. Ich habe hier drauf geachtet, dass ich Vanillablöcke mache. Ich weiß nicht, wie das aussieht mit. Ja, wobei Chiseln müsste ja eigentlich noch. Also Chiseln müsste ja können, ja. Wobei ich auch schon bei Vanille festgestellt habe, das funktioniert auch nicht immer so optimal. Wenn du diese Double Slabs hast, das ist natürlich auch dämlich. Ja, aber hier die normalen Slabs, das, die sind ja in der Decke, die hat er ja gemacht. Genau. Das hat wunderbar funktioniert. Also Lob und Anerkennung an die Buildcraft-Jungs. Sie haben ihr Zeugs gelernt. Es funktioniert jetzt so, wie es soll. Ich weiß gar nicht, wer ist da eigentlich. Player ist doch jetzt dafür verantwortlich, oder? Nee, das war immer noch Covered. Früher war Sir Sengir hieß er. Sir Sengir. Verantwortlich, der ist aber jetzt mittlerweile komplett ausgestiegen. Auch aus Forestry, das macht jetzt mittlerweile einige Leute zur Community. Player macht jetzt in Forestry zumindest mit. Bei Buildcraft weiß ich es gar nicht. Müssen wir mal in die Changelogs reinschauen. Das sind mittlerweile relativ. Das heißt Pastot oder sowas, aber. Ich habe auch, gesehen, Skyball hat noch ein bisschen drin rumgefuhrwerk, der von dem Mine Factory Reloaded kommt. Möglich. Aber ich glaube, das war eher, was das Sign-Mod besser funktioniert oder so. Hm. Böses wäre böses Ding. Was, ne? Eben. Denn sein Changelog liest sich so super über die neuesten Beta-Jenkins-Versionen, aber die haben bis heute noch nicht bei mir funktioniert. Ich hätte sie euch gerne schon mal präsentiert, weil dann sind sie nämlich deutlich kompatibler, muss ich echt sagen. Aber nö, geht noch nicht. Gerade ist aber wieder. Hier. So. Hier kriegst du deine Wände. Wände. Ja, der meckert. Hört sich. Und natürlich. Aber das ist schon schön. Man muss auch noch dazu sagen, ne? Also ich weiß ja nicht, ob ihr das schon genau gesehen habt, ne? Da müssen wir ja nochmal ganz genau sagen. Ihr belächelt uns ja manchmal, ne? Aber ich muss sagen, Butze macht hier einfach einwandfreie, geniale Arbeit. Hier kommt erstmal ein super Cobblestone-Bett drunter. Auf dieses Cobblestone-Bett kommt dann erstmal dieses Gravel drauf, weil das muss ja auch sauber aufliegen, dass danach die Schienen sauber aufliegen und danach der Zug super drüber fährt. Ne? Das darf ja nicht rattern. Ich stehe im Weg. Ja, Hilfe, lass mich aus dem Spiel. Sonst gibt es nachher Beschwerden. Eben, ne? Also wenn da irgendwie Fahrgäste zu sehr durchgeschüttelt werden, nee, sowas gibt's nicht. Wunderschön. Hier nachher müssen wir noch einen Bahnhof bauen, ne? Ach du Scheiße, ja stimmt, da war noch hat was. Hat dich hier schon mal dran Hilfe irgendwo gegenhauen? Wo bist du?
Hier. Ich bin hier gerade noch beim Schienenwiderlegen. Ich habe die Strecke gerade etwas verlängert. So. Nee, dass wir hier dann irgendwo einen Bahnhof bauen. Den müssen wir dann noch hier so anschließen. Genau. Und ja, wahrscheinlich müssen wir auch hier nochmal drunter gehen, dass wir in die andere Richtung die Züge da draufleiten können. Weil oben drüber geht es ja nicht. Oben drüber haben wir ein Problem, ja. Der reißt mir den Boden und die Füße weg. Ah, ich will weg hier. So. Oder lass mich mal ganz kurz auf Und die dann andere müssen Seite. wir hier nämlich einen Hier nämlich. Passagierbahnhof und einen Güterbahnhof. Itembahnhof machen. Und für diese schnelle Strecke da müssen wir uns auch noch irgendwas überlegen, wenn die denn noch aktuell ist. Ja, Was das ich nicht hängt. weiß. Der Olli ist doch online. Fragen wir doch mal. Weiß nicht, ob der da Bescheid weiß. Raupe ist auch hin und wieder mal wieder kurz da. Wenn die Community was bauen möchte, dann soll sie uns doch vielleicht auch sagen, wer das bauen sollte, ne? Ach ja. Ja, ich wusste den Namen mal, aber ich habe ihn Der tägliche nicht Wahnsinn im lässt grüßen. Kopf. Also mir gefällt das super gut. Mir gefällt das super gut. Kann ich nicht anders sagen. Das ist so richtig was für faule Jungs wie mich. Einfach nur zugucken, hin und Genau. wieder. Material nachfüllen, das Einfach war's. reinfüllen. Baut ihr noch? Irgendwo muss er noch Wände, müsste er. Er zieht gerade die Wände rein. Nee, weil hier fliegen gerade keine Items. Doch, jetzt geht's wieder los. Er ist ein Stückchen weitergegangen. Und wie ihr seht, wir lassen euch diesmal ein bisschen mitleiden. Was heißt leiden? Es ist ja gar nicht so gemeint, ne? Also, ihr seht danach immer, wow, tolles Bauwerk, wie kommen die zu sowas, ne? Ihr seht auch schon hier, das ist nicht ganz so unaufwendig, wenn man sowas baut. Und diesmal dürft ihr mal ein bisschen mitgucken. Und auch die kleinen Schwierigkeiten, die dabei sind. Und natürlich labern wir uns einen typischen Blödsinn immer dazu. Ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht auf die Uhr geguckt. Ist aber auch völlig egal. Wobei, ich kann jetzt mal hier auf die Uhr gucken. Das müssten jetzt mittlerweile wieder sein. Ach du Scheiße, das ist schon wieder eine Eins, zwei, Dreiviertel. drei, ganz viele. Ja, das sind schon wieder ganz viele Minuten. Ja, Den Finger nee. habe ich gar nicht. Nein. Außer du wärst ein Außerirdischer, aber selbst hier haben nicht so viele Finger. Kann ich den Block da abbauen? Nein. Wir machen hier an der Stelle mal wieder einen Cut, Break, wie auch immer. Sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn die Folge nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Anregungen, Kommentare und sonstiges ab in die Kommentare und immer dran denken, wir kriegen das gebacken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.